Hallo zusammen, euer Bonsai von Onkane. Heute gibt's eins meiner liebsten Schmorgerichte, und zwar Ochsenbäckchen. Ich habe hier die Backen von den irischen Weideochsen von Onkane. Die Bauern in Irland haben sich dazu verpflichtet, die Fütterung rein natürlich zu machen, ohne Zusatzstoffe, ohne irgendwelche Antibiotika. Die Tiere leben 320 Tage auf den grünen Wiesen in Irland. Der Kaumuskel ist relativ stark beansprucht, deswegen haben wir hier eine taffe Struktur, also schon relativ fest, viel Bindegewebe. Aber gerade deswegen eignen sie sich hervorragend zum Schmoren, dann wird es butterzart. Im ersten Schritt werde ich die Ochsenbacken jetzt hier im Bräter in ein wenig Rapsöl scharf anbraten. Während die Ochsenbäckchen jetzt weiter anbraten, kümmere ich mich schon mal um das klassische Wurzelgemüse und schnibbel das schon mal fein. Das brauchen wir für so ein richtiges Schmorgericht hier auf jeden Fall. Das Schmorgemüse bzw. das Wurzelgemüse hat schon richtig Röstaromen bekommen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Tomatenmark dazugeben, das auch mit anrösten. Und sobald das richtig Farbe angenommen hat, werde ich mit ein bisschen Rotwein und Portwein ablöschen. Rotwein und Portwein sind zugegeben. Ich werde das Ganze jetzt einreduzieren, bis das nur noch ein Drittel der Flüssigkeit da ist. Dann werde ich das Ganze wiederholen. Insgesamt werde ich 0,7 Liter Rotwein, also eine Flasche, und 300 ml Portwein dazugeben. Wenn das dann wieder auf ein Drittel reduziert ist, kommt Kalbsfond dazu und dann werden die Ochsenbäckchen wieder dazugelegt zum Schmoren. Beilage zu den geschmorten Ochsenbäckchen werde ich mir jetzt ein Kartoffelpüree vorbereiten. Ich habe hier mehlig kochende Kartoffeln schon mal gekocht. Dazu kommt ein bisschen Butter. Und ein bisschen Milch. Und das Ganze werde ich jetzt stampfen und dann mit ein bisschen Muskatnuss abschmecken. Ochsenbäckchen haben jetzt gute 3 Stunden geschmort. Kartoffelpüree ist vorbereitet. Ich werde jetzt mal nachschauen, ob alles schön zart ist und ob wir direkt loslegen können. Oh ja, es ist butterzart. Ich werde einen Teller anrichten und dann sehen wir uns wieder. Mein Schmorgericht ist fertig. Die Ochsenbäckchen, butterzart. Beim Rausnehmen aus dem Topf muss man schon aufpassen. Die Soße hat einen irren Glanz und eine tolle Textur. Richtig schön eingelegt. Das Ganze läuft wunderbar über den tollen Kartoffelpüree. Das wird gleich ein Gedicht sein, das alles zusammen aufzunehmen. Ich probiere natürlich jetzt sofort. Der Wahnsinn. Die Soße, richtig Kraft. Den Wein schmeckt man leicht raus. Das Ochsenbäckchen ist butterzart, da brauchen wir wirklich kein Messer für. Und das Kartoffelpüree ist einfach wunderbar, um da die Soße mit aufzunehmen. Das ist einfach ein Gedicht. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal schreibt, welche Schmorgerichte ihr gerne macht. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, euer Bonsai.